Hey ho und herzlich willkommen bei Chibi Let's Play mit Game of Watch Galerie Nummer 2. Ja, nachdem ich den ersten aufgepickt habe, wollte ich mir auch nochmal den zweiten ansehen. Dieses Mal für Game Boy Color. Und hier haben wir wieder 5 Original Game & Watch Titel. Und ich fange sofort mit dem ersten an, Paratude. Gibt's wieder sowohl im modernen Design als auch im klassischen. Und das möchte ich mir zuerst ansehen. Hier im Original Game & Watch Design. Und hier müssen wir halt nur die Fallschirmspringer retten, dass sie nicht ertrinken oder von einem Haifisch gefressen werden. Nee. Okay. Ja, noch sieht es überschaubar aus, aber das kann schon ziemlich knifflig werden. So, 11. Da ist Nummer 12. 13 und 14 möchte ich auch noch retten. Und dann schalten wir mal um zum modernen Modus. Hier haben wir Mario im Bötchen und er muss versuchen, die Tots zu retten. Ich glaube, nach und nach springen auch mal Yoshi und Donkey Kong Fallschirm. Müssen wir natürlich auch versuchen, die zu retten. Nicht, dass der Fisch sie sich schnappt. Da haben wir Yoshi. Er hat schon ein liebevolles Design, finde ich. Oh, da hat sich der Fallschirm aber sehr spät geöffnet. Da musst du schon aufpassen, Donkey Kong. Ja. Oh wei. Noch geschnappt. Ja, ihr segelt aber ganz schön langsam. Noch. Okay. So. Da haben wir noch 11, 12 und 13. So. Okay. Gut. Damit war es für diesen Titel. Wir gucken uns aber natürlich noch die anderen an, zum Beispiel Helmet. Da fange ich auch wieder mit dem klassischen Modus an. So, und das ist relativ einfach, sage ich jetzt mal. Wir müssen eigentlich nur von links nach rechts. Müssen aber auch gucken, dass wir nicht unterwegs erschlagen werden. Von, ja, Werkzeugen. Ich frage mich nur, wer seinen Werkzeugkasten da so schlampig liegen lässt, beziehungsweise halt alles fallen lässt. Oh Mann. So, das schaffe ich aber noch schnell. So. Und nochmal. So. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein. Ah. Oh nein. Na gut. Aber egal. So viel zu dem klassischen Modus. Jetzt springen wir zu den modernen. Und da muss Mario versuchen, den Hämmern auszuweichen, die der Paracooper wirft. Aber hier kann man immerhin auch noch Münzen sammeln. Das macht sich auch ganz gut für den Highscore. Alles in allem kann man schon sagen, dass die modern gehaltenen Spiele etwas einfacher sind. Aber nicht unbedingt. Na gut. Dann gehen wir mal hier raus und spielen das dritte Spiel, nämlich Chef. Und das habe ich früher eigentlich auch ganz gerne gespielt im modernen Modus, aber ich gucke mir erstmal den klassischen mit euch an. So, hier muss ich einfach nur versuchen, die Bratwürstchen so lange in der Luft zu behalten, dass die Maus quasi verhungert. Sie soll nichts abbekommen. Ja, manchmal greift die Katze auch nach mit der kleinen Gabel. Lässt aber die Wurst irgendwann auch wieder fallen. Also das darf ich jetzt nicht aus den Augen behalten. Aber ich glaube, ich mache mich gerade ganz gut in der Küche, oder? Okay. Da? Hier? Die Maus soll nichts abbekommen. Okay. Okay. 30. 31. So, 4. Und 35 haben wir voll. Ist doch eine schöne Zahl. Die können wir beenden. Ja. Todd gibt dann immer wieder Tipps. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, spielen wir mal
mal den modernen Modus. Der ist wieder ein kleines bisschen anders, denn Peach ist hier an der Pfanne. Und Yoshi will die ganze Zeit das Essen haben. Aber er darf es irgendwann auch wirklich haben, wenn es nämlich gut durchgebraten ist, wie das Spiegelei. Und das bringt einem sogar wirklich mehr Punkte. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Würstchen auch gut durchbekommen. Na? Oh, es gibt sogar Fisch dazu. Na gut. So. So, gucken wir mal, was bringt die... Die Wurst hat jetzt 4 gebracht. Ich glaube, der Fisch bringt sogar gut gebraten mehr Punkte. Das kann man vielleicht sogar sehen. Ja, doch, ordentlich. Ja, man muss so alles erstmal gut durchbraten. Dann ist die Welt viel schöner. Ja. Irgendwann legt Yoshi dann auch ein Ei und daraus kann dann wieder ein neuer Yoshi schlüpfen. Falls dieser hier dann irgendwann gesättigt ist und nach Hause will. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Ja, reicht immer noch nicht. Na gut, komm jetzt aber. Guten Hunger. Oh, jetzt gibt's sogar Fleisch. Lecker Fleisch. Okay. Ja, dann gucke ich mal, ob ich die 100 noch voll kriege. Ja, isst du erstmal die Wurst. Oh, Steak. Steak. Die 100 ist voll. Sehr gut. Dann schnapp dir noch schnell die Wurst. Die gönne ich dir natürlich auch. Und dann gehen wir mal raus hier aus diesem Spiel. Das war Chef. Jetzt machen wir hier mit Wärmen weiter. Ich meine, das gab es sogar auch bei dem Minispielchen, was es bei der Gameboy-Kamera mit dabei gab. Nur, dass man da sein Foto quasi mit einbauen konnte oder so. Da muss ich einfach nur versuchen, die Maulwürfe mit dem Hammer zurückzuwehren, dass sie eben nicht den Rasen kaputt machen, den man sich hier leider vorstellen muss. Ist doch sehr einfach gehalten. Kann aber auch ziemlich knifflig werden. Jetzt kommen zum Beispiel immer mehr. Auch gerne mal gleichzeitig. Ne? Zack, zack, zack. Oha, jetzt kommen sie aber an. Jetzt haben sie was gewittert. Zack. Zack. Und die 30 ist voll. Schön. Dann beende ich das jetzt mal. Und fang mit dem modernen Modus an. Hier ist es ein kleines bisschen anders. Hier muss ich einfach nur versuchen, die Shy Guys von den Eiern fernzuhalten. Allerdings auch hier hinten. Es ist jetzt nicht nur eine Reihe, sondern halt ein bisschen mehr. Ah. Geh weg! Mein Ei! Geh weg! Wow, jetzt kommen aber viele. Oh nein, auch noch Cooper. Paracooper. Weg. Was wollt ihr nur mit meinen Eiern? Es gibt heute kein Omelette. Tschüss. Na? Zack. Okay, die 40 ist durch. Dann beende ich das Spiel jetzt auch. An sich ein sehr interessanter Titel. Und dann spielen wir noch zum Abschluss Donkey Kong. Im klassischen Modus erst. Jawohl. Und wir haben hier quasi eine Adaption von dem Original Donkey Kong Spiel. Wo wir wieder den Fässern ausweichen müssen. Ja, man merkt auch wieder, dass es so ein bisschen... anders gehalten ist. Ich meine sogar, das war aus einem der späteren Game & Watch Titeln, als man mal versucht hatte, auch zwei LCD-Bildschirme darzustellen. Also beziehungsweise halt zu verwenden. Und hier hat man zum Beispiel auch einen Haken, an dem man sich hochhangeln muss.
Aber ich stelle mich gerade ein bisschen ungeschickt an. Die Fässer sehen auch irgendwie aus wie Augen. Ja, so ein bisschen, ne? Aber gut, wir wissen ja, dass es Fässer sein sollen. Aus meinem Let's Play zu Donkey Kong für Game Boy. Und ich habe ja das Original auch schon mal kurz aufgepickt. Ne? Und... ja. Nein? Ach, schade. Na gut, dann gehe ich mal raus. Und dann gucken wir uns das Moderne mal an. Ja, auch sehr interessant. Und hier kann er sich sogar festhalten, wenn er mal will. So. Und das haben wir sofort geschafft. Okay, deine Plattform ist jetzt etwas kleiner geworden. Leider ist er immer noch fleißig dabei. Guck mal, hier sind auch Koopas. Mal eben. So, gut, dann muss ich halt nochmal... So seitlich springen geht nicht. Okay. Na, das kriegen wir doch irgendwie hin. Ja. So. Okay. Da fehlt nicht mehr viel. Der Affe wird bald runterfallen. Aber man merkt schon, dieser Teil spielt sich doch irgendwie ein bisschen anders als das Original Game & Watch Ding. Ah, das war zu spät. Ach, schade. Dann war ich es halt, der Game Over ging und nicht der Affe. Naja. Aber trotzdem. Jetzt haben wir alle fünf Game & Watch Titel schon mal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Lieben, Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich mich mit dem dritten Teil der Game & Watch Galerie-Reihe befasse. Bis dann und tschüss!